Und Skull Island selber, ihr seht, ihr habt ja jetzt schon viel Wasser gesehen. Und das liegt auch daran, dass die Insel bald so vom Wasser umschlossen ist, dass sie bald im Meer versinken wird. Und deswegen werden diese Tiere auf immer engeren Lebensraum zusammengedrängt. Und der Nahrungskampf wird halt immer heftiger. Bei den meisten führt es natürlich auch zu Inzest. Also, das ist auch die Begründung, warum die meisten Kreaturen auf Skull Island so aggressiv sind. Die werden natürlich in der Realität rausgetrieben. Auf immer mehr, weniger Nahrung, auf immer weniger Fläche. Baby sich eigentlich so nicht begegnen sollten, begegnen sich. Und da kommt halt diese Hyperaggressivität zustande. Na komm. Na, N hat geholfen. Und die Knochen, die man aus den Werkzeugern, die sind komplett unbegrenzt, aber schwach. Und die Speere, die haben natürlich eine Begrenzung. Aber ihr seht ja, die hauen viel mehr rein, vor allem hier. Die bleiben im Stein. Im Stein. Wir haben das Plateau fast erreicht. Von dort aus sollten wir sehen können, wo wir uns befinden. Unsere Sammelgegenstände gibt es ja auch keine. Also, die Fans und ich natürlich auch hoffen bis heute, dass es irgendwann nochmal ein modernes Remaster gibt. Im Steve, dieser Tomb Raider-Titel von 2013 zu 2017, dass du wirklich Crafting-Material hast. Nochmal tiefgründige Charaktere, weil Jack sagt jetzt nicht sonderlich viel, über fährt halt fast. Kommen wir jetzt über die Charaktere. Also, es reicht für das Spiel definitiv, aber es ist jetzt, es erfindet das Rad jetzt nicht neu. Und generell, das Gameplay, die Kong-Passage, das kann alles noch so viel besser aufgearbeitet werden, so im Stil von God of War. Da wäre ich sowas von dabei. Jack, schau dort oben. Noch ein Feuer. Wir sind bestimmt nicht allein auf dieser Insel. Wir scheinen uns einer Art Siedlung zu nähern. Es muss dort drüben sein. Ich gehe. Vorsicht, Ann! Ja. Zwei Reservemagazine. Ihr seht, die fallen ins Wasser. Und da ist was im Wasser, das sich schon schön über die hermacht. Hab ich meinen Speer Nee, er liegt hier. Er liegt hier, Gott sei Dank. Da drüben ist eine Mauer. Sie ist riesig. Bereit, Jack? Gehen wir. Die anderen sollten nicht mehr weit sein. Das Ding ist, einen kann ich an dieser Stelle tatsächlich mit dem Speer töten. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dass ich zu nah dran stand. Und dann hat's. Da bin ich einfach mal qualvoll Schwimmen. Verbrannt. Folge mir! Ich decke dich vom Ufer! Ah, ich werde natürlich das Feuer immer so lange wie möglich aufrecht zu erhalten. Aber ja. Bei Passagen wie diesen. Nee, da geht es nicht, weil Jack macht tatsächlich den Körper rein in das Ding. Und egal wie langsam ich mich annäher, da, ihr seht, vor allem der Speer ist über Wasser. Er ist über Wasser. Und ja, alleine, wenn es anfängt zu regnen, dann ist es ohnehin vorbei. Wenn ich noch ungefähr so hüfthoch im Wasser stehe, da kann ich den Speer, wie ihr hier seht, wenigstens noch so werfen. Und die liegen ja auch hier unten. Aber spätestens, wenn er die Hand, so wie jetzt, fast aus dem Bildschirm streckte, bist du komplett auf Ann's Hilfe angewiesen. Und hier, diese Dinger, die Sumpfriecher heißen und dann haben Udo und Saurus. Witzigerweise, die haben noch Lungen. Die können 3 Minuten unter Wasser tauchen, dann ist immer wieder auftauchen zu atmen. Ja, ihr seht, wir sind definitiv nicht die Ersten, die hier sind. Und Alter, deren Ding. Ja, da kriegt euch an, wie das Knie durchgebrochen ist. Man weiß natürlich nicht, ob er so gestorben ist. Also ob der ganze Ding überhaupt nicht gestorben ist, ob das erst Postmortem zugefügt wurde. Nimm meine Hand. Ich helfe dir. Ah, hier habe ich auch meinen sehr witzigen Glitch, wenn ich endlich schnell, genug hochzieht. Und? Nee, ich habe mich getriggert. Danke. Guter Wurf. Du kannst gut zielen. Normalerweise kann ich mein Ziel. Das habe ich wohl bemerkt. Ihr seht, er ist immer noch da. Dreht sich einfach nur im Kreis. Denn der Glitch ist, wenn er endlich nicht stark genug hochzieht, dass sich der Odosaurus immer noch erwischen kann. Und eigentlich, ihr seht, der Jack hat wirklich nur Arme als Animation. Also ich habe nicht mal Beine. Kein Kopf, kein Gesicht. Man sieht hier noch nicht einen Cutscene oder sonstigen. Aber es gibt eine Animation, wenn dich hier der Odosaurus packt,
Dann noch besser, noch einer. Dann zieht er dich am Bein unter Wasser. Und dann sieht man natürlich das Bein, wie er strampelt. Wenn ich das schaffe zu triggern, wenn er mich hochzieht, dann kann man von hier oben Jacks abgerissenes Bein sehen, wie es immer noch so im Wasser zappelt. Und ich habe immer gedacht, als ich noch sowas wie Glitch nicht wirklich kannte, dass der Hodosaurus Jack wirklich das Bein abgerissen hat und Jack jetzt die ganze Zeit nur so mit einem Bein so durch Skull Island hüpft. Ich frage mich, warum vermutet der nicht? Ja, und gleich der nächste Gegner. Ihr seht ja, das Spiel kommt sehr zügig zum Punkt. Das Skorpione, Landskorpione. Das ist unmöglich! Und bei denen ist es halt nicht am besten, den Kopf zu schießen. Da gilt, je weiter oben, desto besser. Ah, da sind sie, die Libellen. Und da kann ich die Libellen schön dahin werfen. Und alle Raubtiere gehen erstmal dahin. Oder sollten sie jetzt erstmal dahin gehen? Einer wäre erledigt. Da oben! Pass auf! Dann. Ah, shit. Shit. Ich wollte eigentlich den Rest auch noch abfackeln, aber egal. Ja, mehr Pistolen munition. Oh, hab ich jetzt gerade gar nicht gesehen. Einer. Ja, shit, ich kann halt nicht schießen. Oder, drei Reservemagazine. Oder sonst wie angreifen, solange N im Weg ist. Wenn der Gegner aber genau hinter ihr ist, dann, na, scheiße. Und ihr seht diese... Na, komm. Ja, ich hab noch. Ihr seht halt noch die Abwehrschiffe von England und sie sind noch immer, auch mit Kisten, ich sehe, dass sie welche sind. Und, hier, ihr seht jetzt, die Libelle lebt noch, die zappelt noch, das geht bei allen so. Wenn ich jetzt den Speer mal wegwerfe und dann, bevor das Ding wegspawnt, das ich mache, seht ihr, dann ist er tot und verkehrt darum. Das ist bei allen Beutetieren so. Ja, die gehen woanders hin. Und irgendwie ist das Feuer halt auch in diesen Ohren da oben eingespeist. Und die muss man jetzt mal runterwerfen, um überhaupt ranzukommen. Ja, ich dachte gerade kurz, ich würde anfangen zu brennen, aber nee, ich bin noch zu weit weg. Hayes, hier drüben! Ach shit, ich war zu langsam. Haben Sie Jimmy und die anderen gesehen? Nein, nichts. Sie werden wohl noch weiter unten gelandet sein. Okay, suchen Sie weiter. Sie können wirklich nicht mehr weit sein. Hey Jack, ich habe das Scharfschützengewehr. Falls du es brauchst, lass es mich wissen. Na, Frank erstmal Karl. Alles klar, Karl. Jack, hast du diese riesige Mauer da hinten gesehen? Was sie da wohl drin haben? Ja, meistens sagen sie nur ihre eigenen Texte, aber an gewissen Story-Abschnitten, da sagen sie auch Dinge, die für die Hauptstory relevant sind. Hältst du durch, Anne? Wir müssen weitergehen. Dieser Ort ist mir wirklich unheimlich. Und ja, Präzisionsgewehr ist ehrlich gesagt meine Lieblingswaffe im Spiel. Es ist doch das einzige Sniper. Und jetzt kommt wirklich nach dem Präzisionsgewehr nur noch ein einzelnes Schussgewehr. Und dann haben wir schon alle Waffen des Spiels gesehen. Also ihr merkt, hier geht's zügig zur Sache. Und das mit dem Spiel dauert eigentlich nur, ich glaube, 5 Stunden mit Bonusmaterial. Und das ist jetzt, glaube ich, noch mal kürzer als nur Tales von der Borderlands. Die kann ich ja, da ich das hier die Level so in verschiedene Gebiete unterteilt sind mit diesen geilen Karten alle mit Schirmen, kann ich hier sehr easy locker schneiden. Und da ich das hier nochmal kein Telltale spiele, kann ich mir auch diese Vorher, Nachher, Rückblenden alles sparen. Einfach einen Schnitt, einen am Ende, fertig, ganz klassisches Let's Play. Und dann kann ich mich auch vom Schnittaufwand ja voll und ganz auf die Eisberge konzentrieren. Hey! Und ihr seht, so nah ran, so kann das Gewehr nicht, weil... Ja?
Shit, 4 Reservemagazine. Hat er doch noch Leben? Engelhorn abgeworfen. Sieht nach einer Präzisionswaffe aus. Gut gemacht. Das hat funktioniert. Jetzt aber nichts wie raus hier. Gut. Weiter geht's. Ja, kann ich mit Karl noch sprechen? Ich weiß, es gab Versionen. Hin wieder habe ich es geschafft, dass ich ihr seht, hey, steht da noch. Nee, hey, Hayes und Karl stehen da noch. Weil die Modelle, die despawnen nicht, aber sie noch nicht in T-Position. Und in der PS2 sollte man das natürlich jetzt wesentlich weniger gut sehen. Ich bin dir gut weg. Ja, das ist auch etwas, weil dass sich gerade hier anbrüllen, wenn sie zu weit weg sind, liegt daran, dass wenn du Hayes auswählst und da generell Charaktere eine Waffe haben, die Waffen mit dir tauschen, die müssen die ja auch hinwerfen. Und die können ja nicht, sagen wir mal, eine Pistole eben überhaupt so einwerfen. Das muss so auf ein gewisses Niveau rankommen, damit die Charaktere mit dir auch die Waffen tauschen können. Und ich sehe auch jetzt, das erste Mal eben, weil es im Emulator ist, steht hier unter dem zielfernen Präzisionsgewehr, da steht tatsächlich deutsche Munition. Weil wenn ich jetzt natürlich so reingehe, geht's nicht, aber seht ihr jetzt unter dem zielfernen Rohr? Deutsche Munition 12. Aber man sieht... Warum landet er nicht? Ja, diesen Satz finde ich halt bis heute immer noch komisch, weil sie sagt ja selber, er sucht nach einem Landeplatz mit Wasser, weil es ja ein Wasserflugzeug ist. Und jetzt ist er hier überall von Land umgeben und dann fragt, warum landet er nicht? Ja, siehst du hier ist ja auch nirgendwo Wasser. So, er ist ja schön skorpionknusprig durchbraten. Besser mal nachladen. Wie, das hat er nicht erledigt. Ja, shit, das ist ja das Problem, wenn... 3 Reservemagazine! Wenn man keinen Schuss mehr hat und anvisiert, dann lädt Jack nicht automatisch nach, sondern erst, wenn man wieder schießen will. Ja, fressen nicht so gut, jetzt, weil die haben natürlich auch alle eigenständige Fressanimationen. Diese Skorpione, die sind eigentlich nicht so nur ein Klatschen, sondern so eine Evolution aus... Skorpion und Hundertfüßer. Und die Larven von denen, die sieht man eigentlich immer so in Wassernähe. Und je älter die werden, desto mehr werden die halt wie die wir jetzt sehen, dass sie halt aus dem... Anne! Dass sie halt in Landesnähe gehen. Habe ich noch einen? Ja, eine Libelle habe ich Gott sei Dank noch. Ihr seht auch, wenn die noch nicht tot sind, kann ich tatsächlich noch am Torso erwischen. Aber es gibt jetzt leider kein Feuer mehr, welches ich für mich selber nutzen könnte. Und eigentlich fressen die eher Algen, die auf Stein wachsen, als Menschen. Aber naja, wenn wir schon in ihr Revier kommen, dann natürlich auch nicht nein. Nach 3 Jahren sind diese Viecher ausgewachsen, aber vorher häuten sie natürlich, weil die halt ein Exoskelett haben. Und, oh. Ja, kommen wir ran. Hin und wieder verschmähen die das. Sie fressen auch, wenn man als Spieler zu nah rangeht. Komm. Ja, näher ran. Ich bin mal interessant. Gehen die zuerst auf ihre eigenen? Nee, er frisst tatsächlich zuerst die Libelle, weil hin und wieder plötzlich spielt die Tiere hier auch ihre eigenen Artgenossen. Und da will ich mal gucken, wenn die toten Artgenossen haben, dann nehmen die Libelle. Ob die zuerst auf die Libelle gehen oder generell auf die Kleintiere oder zuerst auf die reinen Arten nutzen, wer wesentlich mehr Fleisch dran ist. Aber nee, hat sich jetzt entschieden, auf die Libelle zu gehen. Aber das machen die nicht immer. Hier muss ich auch gleich vorsichtig sein, weil hier gibt es auch so ein kleines... Ich will nicht sagen Easter Egg wäre jetzt so großzügig. Da kommen bestimmt noch mehr. Aber... Ja, etwas, das man erleben kann, wenn man jetzt ganz langsam ist. Da, habt ihr gesehen?
Aber das ist noch nicht alles. Ich muss jetzt ganz, ganz langsam. Da kann ich es vielleicht... vielleicht zeigen. Warum? Na, er ist weg. Aber noch einmal. Hier, ganz links. Langsam, langsam, langsam. Da ist er. Ihr seht, Einheimische. Normalerweise würde der jetzt ganz schnell weglassen, wenn man ihn so flüchtig sieht. Aber wenn man das richtig macht, kann man die auch umbringen. Ah. Shit. Aber das geht. Komm. Na, shit, weil die Wand noch da ist. Willst du mich verarschen? Ich muss bald nachladen. Ja, ich verballer hier erstmal alles, aber auf der PS2 machst du, dass du schnell genug bist, sie tatsächlich erschießen konntest. Nee, geht. Ja. Schöne Munitionsverschwendung. Auf der. Da geht es wahrscheinlich nicht für den Emulator auf der PS2, wenn du so langsam warst, dass er noch da steht. Man weiß, wo der sofort reinrennt. Da konntest du ihn tatsächlich erschießen, dann würde der. Die haben halt keine Kollision. Ihr seht ja diesen 2D und kein 3D, die eigentlichen Gegner. Wenn man die eigentlich immer nur aus der Ferne sieht, ja, würde der halt hier durchfallen. Sei vorsichtig, Jack. Jack, hast du das gehört? Carl? Hayes! Seid ihr da? Oh, schon ziemlich makaber. Oh mein Gott. Die ist ja mindestens 20 Meter hoch. Ja, normalerweise... ist die Mauer halt auch da, die ganzen Kreaturen von den Lagerstätten fernzuhalten. Aber im Spiel, dadurch, dass sie im Spiel natürlich auch... ja, wo ist der hingefallen? Natürlich auch, wie sind keine Kreaturen vorkommen, sind die, ja, Urmenschen ist ja nicht, aber die Nachfahren der Siedler, die Insel entdeckt haben, haltet die halt nicht von den Inseln weggekommen sind, der für euch wieder gesandt. Ach, hier ist noch eine. Komm, geh rein. Geh rein, rein. Ich hätte jetzt zuerst die Lade werfen und dann fressen lassen sollen. Jetzt, wenn ich ihn erwische. Komm. Na shit, er geht nicht drauf los. Die fallen nicht drauf rein und vielleicht ist er nah genug. Vielleicht ist er... Ah, kacke, ist er nicht. Ich weiß, dass sie sich auch gegenseitig fressen, dass die reinen Artgenossen fressen. Das ist ja der gerade beste. Na komm, lande. Jetzt. Yes. Und jetzt, bevor es anfängt zu regnen, wieder ein bisschen Feuer holen. Ich glaube, das dürfte auch der letzte gewesen sein. Nee, hier, jetzt hat sich nicht. Danke. Komm. Na, will er nicht fressen? Hallo? Ja, natürlich. Natürlich, jetzt wo ich nah rangehe. Schöne Scheiße, dann hat er jetzt hier diese Szene, was ich meine mit diesen besonderen Animationen, weil die hatten wir sich an einem Beinpack, wie Jack dagegen strampelt. Das macht der Skorpion, der Udosaurus und später noch der Venatosaurus, den wir ja noch treffen werden. Als Kind kam das Spiel immer so ultra lange vor. Und eigentlich kannst du das so ganz bequem an einem Tag durchspielen und vielleicht sogar 100% schaffen. Also, da sind moderne Spiele schon wesentlich. Ich kann versuchen, sie von oben zu öffnen. Sei vorsichtig. Auch da oben auch schön. Schön zur Demonstration aufgehangen. Sehr einladend. Ich beeile mich. Bin sofort zurück. Ja, also da seht ihr auch, diese Tür hat keine Zacken und die geht wesentlich leichter zu öffnen. Ja, okay. Hältst du durch, Anne? Ach shit, ich dachte, sie hätte noch einen normalen Speer.
Und ja, das Spiel will, dass ich ins Wasser gehe, weil jetzt kommt einer der Punkte, wo ich am Anfang gesagt habe, es ist egal, was ich Waffen habe, ich werde eh alles verlieren. Und nun kommt einer der Momente, die wirklich jeder kennt, auch wenn man King Kong nicht kennt. Na, kann ich auch sehen? Hier oben ist eine Winde. Ich kann die Tür für dich öffnen. Hältst du durch, Anne? Yeah.